Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. €2.000 Spende an Kids e.V. Testzentrum jetzt auf dem Planitzer Markt und der Modellbahnclub Zwickau Teil 2. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Liebe Zuschauer, Halbzeit. Es ist Mittwoch und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu Ihrem Abendmagazin Tag aktuell. Charakteristisch für die Vorweihnachtszeit sind Spendenaktionen zugunsten von Menschen, die sich nicht auf der Sonnenseite des Lebens befinden. Natürlich ist der Wunsch der Gebenden, dass die Spenden auch wirklich beim Adressaten ankommen. Bei Kids e.V. dürfen alle sicher sein, dass die dort eingehenden Gelder einer sinnvollen Verwendung zugeführt werden. Bereits vor einigen Tagen waren wir mit vor Ort, als die Repräsentanten des Kids e.V. eine großzügige Spende in Empfang nehmen durften. Wie groß die Freude über die Zuwendung war, das konnten wir kürzlich miterleben, als der Weihnachtsexpress von Graus-Event bei der ASB-Tagesgruppe in der Marschlewski-Straße Station gemacht hat und die Bewohner ihre Geschenke und Gutscheine in Empfang nehmen durften. Am gestrigen Nachmittag waren wir dann in den Geschäftsräumen der WEWO-Bau in Planitz zu Gast. Der Wohnungsbaugenossenschaft, welche überwiegend über einen Wohnungsbestand in Neuplanitz und Marienthal verfügt, liegt es besonders am Herzen, Familien mit Kindern ein lebenswertes Zuhause zu bieten. Aber auch soziales Engagement ist dem Team von Kathleen Uhlich und Thomas Müller immer wieder eine Herzensangelegenheit. Wir freuen uns, dass wir uns beteiligen können, lachende Kinderaugen demnächst mehr zu sehen zum Weihnachtsfest erst recht. Das für ihre Kinder. Finden Sie was Feines, suchen Sie schöne Geschenke, sodass die Kinder sich sehr freuen. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Also wenn ich das lese, ist das ja wieder für uns eine Summe, wo wir viel damit anfangen können und was wirklich all unseren Kindern zugutekommt. Soziales Engagement liegt nach WEWO-Bau natürlich besonders am Herzen, Kathleen Uhlich. Ja, natürlich liegt uns das ganz, ganz sehr am Herzen. Dazu vielleicht ein kleines bisschen ausgeholt. Wir haben viele Mieter, wir haben über 4000 Mitglieder hier in Zwickau und wir wollen uns hier vor Ort hier in Zwickau engagieren. Das ist schon erstmal eine wichtige Voraussetzung. Und unsere Mieter, unsere Mitglieder sind natürlich auch viele Ältere. Aber wir wissen, auch in unserem Slogan steht, bei uns wohnt die Zukunft. Und die Zukunft, das sind die Kinder. Und da haben wir lange Zeit nach einem Projekt gesucht, wo wir hier vor Ort ganz gezielt Kinder unterstützen können. Und letztes Jahr, muss ich sagen, waren wir ein bisschen traurig, weil es uns nicht gelungen ist, ein Projekt zu finden, wo wir nicht einfach nur Geld hinüberweisen, weil das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern wo wir genau wissen, was mit dem Geld gemacht wird. Und mit der Frau Reuter arbeiten wir häufiger zusammen und dann ist es einfach mal so aus einem Plausch entstanden, dass sie mir erzählt hat vom Kids e.V., was dort gemacht wird. Und da habe ich gesagt, genau das ist es, wir unterstützen euch. Und so ist die Aktion zustande gekommen und das sind wir gerne bereit, die 2.000 € zu nehmen und die Kinder zu unterstützen. Die Kinder bekommen davon Weihnachtsgeschenke, bekommen was Warmes anzuziehen. Die kriegen einfach Dinge, was für viele, viele Kinder selbstverständlich ist und für die Kinder eine Riesenfreude bereitet. Und das macht uns auch Gänsehaut und das freuen wir uns, dass sowas unterstützen zu dürfen. Und das Tolle ist ja auch, dass es Unternehmen, also inhabergeführten Geschäften der Stadt Zwickau damit ein Stück weit besser geht, denn wir wissen, die Gutscheine werden dort erworben. Ja, natürlich. Wir sind ein regionales Unternehmen und wir wollen natürlich auch regional alle Beteiligten unterstützen. Das sind die Geschäfte hier vor Ort, das sind natürlich auch Geschäftspartner, die wir haben, die möglichst hier von vor Ort kommen. Und dann passt die ganze Aktion zusammen und das ist eine runde Sache. Gänsehautmomente hatte gestern auch die Vorsitzende des Kids e.V. Steffi Reuter.
Ja, das ist wirklich so. Und wenn ich wieder den Scheck anschaue und so, also das ist schon ganz toll. Und wie alle wissen, für unseren Verein ist es ja eine Herzenssache, den Kindern zu helfen, die nicht so auf der Sonnenseite im Leben stehen. Das sind unsere Mündel, die aus irgendwelchen Gründen nicht zu Hause leben können, die in Heimen oder in Tagesgruppen oder Familiengruppen untergebracht sind, wo aber das Jugendamt noch die Vormundschaft hat. Und für diese Kinder ist das, und ich weiß nicht, wer vorigen Donnerstag schon die Tagesschau gesehen hat in Zwickau, also da war das ja auch ganz toll, wo wir Geschenke schon übergeben haben den Kindern, eine riesenhafte Freude. Und ja, und es ist ein kleines Weihnachtsgeschenk für die Kinder, wie gesagt, denen es eben nicht ganz so gut geht, wie die, die in einer intakten Familie leben. Natürlich meinte Steffi Reuter unser Tag aktuell, aber schön, dass unser Sender diese Wahrnehmung hat. Dann ein großes Dankeschön an all diejenigen, denen gerade jetzt soziales Engagement am Herzen liegt. Aufgrund der aktuellen Corona-Regeln wird es für viele Menschen Pflicht, sich testen zu lassen, um arbeiten gehen zu können oder am öffentlichen Leben teilzunehmen. Gerade zu Stoßzeiten bilden sich Schlangen vor den Teststationen. Aktuell gibt es deshalb wieder mehr Stellen, an denen man sich testen lassen kann. Wie seit kurzem auch auf dem Markt in Oberplanitz. Wir waren mit unserer Kamera heute dort vor Ort. Bei unserem Eintreffen standen zwei Frauen an, die darauf warteten, zum Testen an der Reihe zu sein. Eine von ihnen erlaubte uns freundlicherweise, sie beim Test mit der Kamera begleiten zu dürfen. Schön. Hallo. Hallo. Was kann ich tun? Einmal Test, bitte. Wunderbar. Jetzt wird das hier vorbereitet, das Testen. Haben Sie Angst davor? Nein, hab ich nicht. Ist es nicht das erste Mal für Sie? Nein, ist schon öfters passiert. Gut, dann wollen wir mal zuschauen. So, was wollen wir denn machen? Nasenabstrich, Rachenabstrich? Bitte Nase. Also theoretisch ist beides möglich, immer was der Kunde möchte. Je nachdem, wir machen ja einen Eingriff in den Körper und demzufolge hat derjenige zu entscheiden. Ja, und wir bieten beides an. Ja, je nachdem, der eine ist an der Nase empfindlich, der andere mehr am Rachen. Ja, je nachdem. So. Wie weit muss man denn rein? Wir werden das jetzt mal beobachten, um ein richtiges Ergebnis zu erhalten. Naja, man muss schon sehr im Rachen so bis zur Kotzgrenze fast. Ich muss das mal so sagen, sonst hat man nicht genug Material. Ne? Und in der Nase mindestens ist die Vorschrift mindestens die Länge dieses Stäbchens. Also, dann schauen wir ihn einfach mal auf die Finger. Gut, nehmen Sie mal ein kleines bisschen zurück. So, und die andere Seite bitte noch. Und dann haben wir es auch schön. Okay. War auszuhalten? Ging. Super, danke schön. Danke. Während der eine Mitarbeiter auf das Ergebnis des Tests wartete, haben wir uns mit Marie-Christine Buch über das Testzentrum unterhalten, welches es noch nicht so lange gibt. Nein, wir haben erst seit letzter Woche Donnerstag geöffnet. Was war die Motivation, hier ein Testzentrum zu eröffnen, beziehungsweise wie sind Sie dazu gekommen? Meine persönliche Motivation war, dass es hier in Planitz bisher nur zwei Zentren gibt und die sind in Niederplanitz und in Neuplanitz. Und hier in Oberplanitz hatten die Leute nicht so wirklich Möglichkeiten, bis auf beim Autohaus oben BHS, da Termine zu bekommen. Und wir haben durchgehend geöffnet, die Leute können zu uns kommen, sie können auch Termine vereinbaren. Und ich hoffe, ja, es wird weiter so gut angenommen wie jetzt. Sie machen das ja auch ein bisschen mit Herzblut, man sieht es ja. Sie kommen mit Ihrem Kollegen mit einer Weihnachtsmannmütze, Sie nehmen die Leute gerne in Empfang. Es ist ja so, dass es trotzdem so Hemmschwellen gibt, die das erste Mal vielleicht herkommen. Ist das richtig? Ja, also für Leute, die das erste Mal kommen, ist es immer nicht so einfach. Aber wir erklären ihnen das dann alles in Ruhe, wie jeder Test abläuft, wie der nasale Test abläuft, was beim rachialen Test passiert. Und ja, dann sind meistens die Ängste schon genommen. Wenn das Ergebnis dann feststeht, wie wird es kommuniziert? Wir haben es vorhin mitgekriegt, man kann sich per Mail zuschicken lassen, aber die älteren Leute, wie geht's dann? Es besteht die Möglichkeit, dass man sich das als Zertifikat ausdrucken lässt. Dann wartet man hier bei uns vor Ort circa nach Entnahme des Materials und herausgehen um die 14 Minuten. Dann haben Sie das Zertifikat in der Hand. Dann besteht noch die Möglichkeit, das auf die Corona-Warn-App zu schieben.
Da kriegen sie von uns einen QR-Code mit und können das dann dort abrufen. Ja, und wie gesagt, per E-Mail. Nochmal explizit zu den Öffnungszeiten, weil ja auch für viele das Wochenende ganz wichtig ist. Ja, also wir haben samstags von 9 bis 11 und nochmal von 14 bis 16 Uhr auf. Und da sonntags hier im Umkreis keiner weiter auf hat, haben wir uns entschlossen, nochmal von 17 bis 19 Uhr aufzumachen. Unter der Woche? Unter der Woche haben wir täglich von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Für viele Leute sind ja die Weihnachtsfeiertage dann ein Thema, wenn man doch noch spontan essen gehen will. Wie habt ihr da geöffnet? Genau, wir haben zu Heiligabend von 9 bis 15 Uhr geöffnet, am ersten Weihnachtsfeiertag von 9 bis 11 und nochmal von 16 bis 17.30 Uhr und am zweiten Weihnachtsfeiertag genauso. Und ihr kriegt trotzdem noch die Gans in die Röhre? Ja, so kann man das sagen. Gute Weihnachten, schöne Zeit. Dankeschön, das Gleiche. Was uns heute bei diesem Dreh aufgefallen ist, es gibt Menschen, die sich in diesen so anderen Zeiten engagieren, für andere da sind und sich Zeit nehmen. Es gibt endlich ein passendes Herz für den kleinen Rudi aus Reinsdorf. 48 Tage nach Rudis lebensrettender Operation und 115 Tage, nachdem er bei Eurotransplant gelistet wurde, kam am vergangenen Freitag der erlösende Anruf. Wir waren mit dem Anruf und der Situation natürlich völlig überfordert und mussten uns erst einmal sortieren und das gerade Passierte verarbeiten, so Rudis Vater. Noch am selben Tag wurde Rudi in einer weiteren 14-Stunden-OP transplantiert. In seiner Brust schlägt jetzt ein gesundes und gut funktionierendes Herz. Er liegt aktuell auf der Intensivstation und wird 24 Stunden überwacht. Man kann noch nicht von Entwarnung reden, geschweige denn davon, dass alles gut werden wird. Aber wir drücken natürlich fest die Daumen. Werbung. Und? Entdecken Sie den neuen vollelektrischen Citroën EC4. Komfort und Technik auf höchstem Niveau. Auch erhältlich in klassischen Motorisierungen. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Wow, da flattern mir die Ohren. Konfiguriere deine Traumwohnung und bestimme deine Miete selbst. Egal ob Küche, Dusche, Bodenbelag, du hast die Wahl. Mehr Infos auf www.wownung.de. Sanitätshaus Treitschke. Seit 30 Jahren Hilfsmittellieferant in Sachsen und Thüringen. Komm in unser Team. Wir suchen für die Reha-Technik Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche Erfahrung im Umgang mit Patienten und Hilfsmitteln haben. Auch eine medizinische, therapeutische oder technische Ausbildung sind gute Grundlagen. Es erwartet Sie ein freundliches Team, welches einarbeitet und unterstützt. Der Aufgabenbereich umfasst die Anpassung und Versorgung im häuslichen Bereich sowie in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Sie betreuen Kinder, schwerst mehrfach Behinderte bis hin zur Geriatrie. Die Produktgruppen reichen von Rollstühlen und Pflegebetten, Hilfsmittel gegen Dekubitus, therapeutische Bewegungsgeräte, über Medizintechnik bis Pflegehilfsmittel. Aufgrund von verschiedenen Weiterbildungen entwickeln sich auch verschiedene Spezialgebiete. Wir freuen uns auf Sie. Bewerbung an hcs@treitschke-zwickau.de. Wir verbinden euch komplett. Mit Telefon, HDTV und Internet in Turbospeed. Mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Jetzt 6 Monate gratis. Infos auf pure.com.
Ich bin der Christian und ich finde das Hammer-Gym einfach auch Hammer. Und hier kann man mega viel trainieren und einfach auch geil hier. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Heute nun, wie versprochen, folgt der zweite Teil von Faszination Eisenbahn, der Modellbahn Club Zwickau. In dieser Folge geht es in der Hauptsache um die tollen Anlagen. Ebenso sehenswert ist der YouTube-Kanal Grimat Video. Worum es darin geht, auch das erfahren Sie im folgenden Filmbeitrag. Im ersten Beitrag ging es viel um die Historie des Vereins und auch um den fehlenden Nachwuchs. Mit einem Vorurteil, Stichwort Computertechnik, haben wir schon aufgeräumt, aber leider gibt es noch mehr Vorbehalte. Ein Vorurteil ist, dass Modellbahn nur was für ältere Herren ist. Man sieht ja hier bei uns, wir haben auch eine erfolgreiche und engagierte Jugendgruppe. Die DC-Anlage spricht da, glaube ich, für sich. Und auch wenn man bei Ausstellungen vorbeiguckt, sieht man immer, dass Mitglieder unter der 60er-Grenze doch in der Mehrzahl sind bei uns. Und das andere Vorurteil, dass Modellbahn nur was für Herren wäre. Wir kämpfen leider auch damit, dass wir zu viel Herrenerschöpfung dabei haben. Allerdings auch weibliche Mitglieder sind bei uns mit dabei. Und auch bei anderen Modellbahnvereinen gibt es auch Frauen, die mitarbeiten. Sie haben oftmals sogar viel mehr Liebe zum Detail danach für die Landschaften. Auch unsere Besucherinnen sind da mehr für die landschaftlichen Details zu haben, wo die Herren eher gucken, welches Fahrzeug ist von welchem Hersteller und welche technischen Details wurden eingebracht. Und da sind wir da, wo wir in diesem Teil in der Hauptsache hinwollen, die technischen Details der Anlagen. Also Züge auf der großen Anlage können reichlich 30 Stück gleichzeitig fahren. Und Weichen haben wir gut und gerne 50 Stück drauf. Verschiedenster Bauarten, das fängt an bei der normalen, einfachen Rechts-Links-Weiche, geht über Bogenweichen bis hin zu verschiedensten Bauformen der Kreuzungsweichen. Einfache Kreuzungsweiche dann auch oder dann die bekannte Doppelkreuzungsweiche. Wir haben auch Betriebseisenbahner im Verein dabei und die legen natürlich auch ein besonderes Augenmerk darauf, dass wir Besonderheiten auch von den betrieblichen Möglichkeiten mit eingebaut haben. Sind die Anlagen und Landschaften Fantasieprodukte oder haben sie reelle Hintergründe? Anlagenteile sind eigentlich Fantasie, allerdings sind die stark beeinflusst worden von diversen Vorbildern. Zum Beispiel, was vielen unserer Besuchern besonders gefällt, ist zum Beispiel unser Schlossgarten, der natürlich barock darstellt. Er hat verschiedene Vorbilder. Das Terrassenförmige zum Beispiel ist in Blankenburg im Harz zu finden. Dann die verspielten Elemente und alles hat unser Schlossgärtner, wie wir ihn gerne bezeichnen, in Sanssouci vorgefunden. Oder die Laubengänge, die er extra mitgestaltet hat, die haben ihm in thüringischen Kurbädern und allen gefallen. Und hat gesagt, das will ich unbedingt im Modell nachstellen. Ist ja auch Sinn und Zweck von den ganzen Modellbahnen, dass man versucht nachzustellen, was einen besonders fasziniert. Also zum Beispiel auf unserer hier im Hintergrund befindlichen TC-Anlage, die Altstadt. Ja, sowohl unser damaliger Jugendgruppenleiter, von dem ich das in Anführungsstriche geerbt habe, und auch meine Wenigkeit sind gerne in historischen Altstädten auch unterwegs. Und gerade im Harzer Vorland, die wunderschönen Altstädte mit den Fachwerken und allem, die haben uns natürlich auch fasziniert. Und daraufhin haben wir beschlossen, wir tricksen hier ein wenig unsere Besucher aus, allerdings im Guten, und verbauen Gebäude Maßstab 1 zu 160, also Spurweite N. Um halt diesen kleinen, gedrungenen Charakter einer mittelalterlichen Altstadt darzustellen. Natürlich wäre eine richtige Altstadt deutlich größer, aber Modellbahn ist und bleibt immer der Kompromiss zwischen dem, was wirklich machbar ist und dem, was man wirklich machen möchte alles. Auch wenn es hier und da mal unterschiedliche Meinungen hinsichtlich der Gestaltung gibt, am Ende findet man sich. Es ist natürlich eine schwierige Sache, immer sämtliche Meinungen unter einen Hut zu bringen. Das geht schon in unserem kleinen Bereich der Jugendgruppe los, dass wir unterschiedliche Meinungen zum Teil haben. Das wird dann natürlich ordentlich geregelt. Und wenn natürlich auch die Jüngsten zum Teil bessere Ideen haben oder ja, zum Teil auch lustigere Ideen haben als die Alten, wie ich in dem Falle halt, ja, dann wird das selbstverständlich umgesetzt. Und die haben natürlich auch viel freie Hände, dass sie wirklich sich selber hier verwirklichen können. Und genauso ist es natürlich auch im großen Clubleben. Es gibt natürlich immer auch mal Meinungsverschiedenheiten. Oder auch mal den Fall, dass zwei Mitglieder
gänzlich verschiedene Meinungen sind. Das ist ja im Verein genau dasselbe wie im alltäglichen Leben überall. Aber natürlich nach so einer Diskussion kann es mal sein, dass zwei danach erst einmal die nächsten zwei Minuten erstmal kurz nach aufeinander sauer sind. Und 10 Minuten später sitzen sie wieder da und scherzen zusammen beim Kaffee. Also selbstverständlich, unterschiedliche Meinungen gibt es, aber es gibt keinen bösen Streit. Christian hat die nächste Vorlage geliefert. Stichwort lustige Ideen. Ja, genau. Also viele Vereine bauen ja ganz gern mal irgendwo einen Schneemann in einen guten Sommerwald. Wir haben uns erlaubt, die Mühlräder hier drehen sich entgegen der Richtung. Hier oben kommt der Fluss oder der Bach hinunter. Und unten sind die Mühlräder, die sich entgegen der eigentlichen Richtung drehen. Den wenigsten fällt es auf, aber der kleine Spaß war es uns wert. Bei Ausstellungen beobachten dann die Vereinsmitglieder schon mal den einen oder anderen Gast, ob dieser aufmerksam hinschaut. Apropos Ausstellungen. Wir planen also jedes Jahr die Ausstellung im November, immer die Woche um den Buß- und Bettag, also die Wochenenden vor, das Wochenende vorher und das Wochenende danach und am Feiertag. Wir haben dann eigentlich noch geplant 3 Tage im Dezember, den 27., 28. und 29. Dezember, wenn er stattfinden darf, und dann das erste Wochenende im Januar. Die Ausstellungen sind gut besucht und wir kommen da auch mit vielen Besuchern ins Gespräch. Und es bleibt der ein oder andere hängen. Kann sich Frank Stingel noch an seine erste Eisenbahn erinnern? Da kann ich mich noch dran erinnern. Bei mir ging das persönlich schon Anfang der 60er Jahre los. Mein Vater hat damals schon Modelleisenbahn zu Hause gebaut. Und ich bekam dann 1962 zu meinem 10. Geburtstag eine eigene Modelleisenbahn. Und da ging das los. Und der Sache bin ich also bis heute treu geblieben und habe also nichts anderes versucht. Lokführer wollte er allerdings nicht werden. Nein, sage ich ganz ehrlich, nein. Ich habe mich für eine Berufsausbildung als Schienenfahrzeugschlosser entschieden, die ich zwar im RAW absolviert habe, war aber dann bei den städtischen Verkehrsbetrieben in Zwickau als Schlosser eingestellt. Also auch mit Schienenverkehr zu tun im weitesten Sinne. Was macht Frank Stingel am meisten Freude, wenn er den Ausstellungsraum betritt? Am meisten Freude macht mir immer, wenn ich diesen Raum betrete, was ich dann sehe, was unsere Mitglieder geschaffen haben. Weil ja eigentlich, wenn wir an den Arbeitstagen da sind und es wird an den Anlagen gebaut, entsteht ja immer was Neues. Es ist immer eine neue kleine Welt, die da geschaffen wird mit vielen, vielen schönen Szenen. Bei Christian Seelink ist das ähnlich. Schon wenn ich reinkomme, immer freitags danach die Begeisterung, mit denen insbesondere meine Jungs, wie sie immer bezeichnet, da sind. Und aufgrund dessen, dass die Disziplin untereinander auch wirklich sehr gut ist und auch die Chemie großartig miteinander funktioniert, konnte ich mir jetzt auch zusehends erlauben, mit denen auch mal einen Ausflug ans Vorbild zu machen. Voriges Jahr konnte ich schon Ausflüge mitmachen und dieses Jahr auch wieder. Jeweils einmal in eine Vereinsorganisation, waren wir voriges Jahr 9-mal Kürzbike eingeladen als Verein. Da konnte ich 2 meiner Jungs mitnehmen und anschließend in Chemnitz-Hilbersdorf, ist ja das historische Betriebswerk. Und da haben wir auch einen Ausflug reinweg Jugendgruppen machen können. Und auch dieses Jahr einmal zur Leipziger Messe mit den, sagen wir in Anführungszeichen, Großen. Durch das große Gewusel und alles möchte ich dann doch nicht die Jüngeren mit dabei haben. Und einmal dann nach Dresden, wo der historische VT 1816, hier in der Region sehr bekannt als Carlex, wieder aufgearbeitet werden soll, haben wir auch besucht den Verein. Vorher besucht der Weißritztalbahn, es liegt ja auf der Strecke, ein bisschen Dampf muss ja mit sein. Da ist die gesamte Jugendgruppe mit dabei gewesen, mit großer Begeisterung. Jetzt gibt es noch ein Hobby im Hobby, du machst selbst Videos und stellst die ins Netz. Das ist richtig, das ist, ich möchte mal sagen, generationsüberschreitend. Das mache ich mit meinem Vater zusammen. Und zwar machen wir selber Videos in erster Linie von Schmarscherbahnen, insbesondere natürlich Sachsen. Und ja, der Kanal, also Gri, Matt, Christian und Matthias. Und ja, haben wir 2014 angefangen. Und seitdem hat der Kanal regen Zuspruch.
Was wünscht sich Christian Seeling für die Zukunft? Mein persönlicher Wunsch ist, dass wir auch weiterhin über viele, viele Jahre unsere Besucher begeistern können, auch unsere Mitglieder weiterhin begeistern können, bei der Sache zu bleiben und auch insbesondere Kinder und Jugendlichen eine gewisse Freude bereiten können bei diesem, in meinen Augen, wirklich schönsten Hobby, was es geben kann, was so viele Facetten mit vereint. Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Die Eispiraten Grimmitschau haben gestern einen gebrauchten Tag erwischt. So ging das Nachholspiel des 14. DEL2-Spieltages gegen die Ravensburg Tower Stars mit 0:3 verloren. Fast schon erwartungsgemäß startete der Tabellenzweite, der mit 6 Siegen in Folge in den Sahnpark kam, schwungvoll in die Nachholepartie des 14. DEL-Spieltags. Offensiv lief nur wenig zusammen, Großchancen waren Mangelware. Zu oft fehlte eine Spielidee und die letzte Überzeugung. Auf der Gegenseite spielten es die Tower Stars clever herunter. Bereits am Freitag steht für die Westsachsen aber das nächste Heimspiel an. Dann treffen die Mannen von Marian Basani auf die Bayreuth Tigers. Werbung. Der TV Westsachsen Adventskalender. Die schönste Zeit des Jahres steht vor der Tür. Auch wenn in diesem Jahr alles ein bisschen anders ist, sollen Momente des Glücks und der Freude nicht fehlen. TV Westsachsen verschenkt gemeinsam mit seinen Partnern Glücksmomente in Form eines Adventskalenders. Vom 1. bis zum 24. Dezember öffnet sich täglich um 19 Uhr ein Türchen mit Überraschungen. Der TV Westsachsen Adventskalender für einen Lichtblick auch in schweren Zeiten. Schöne Möbel bringt nicht der Weihnachtsmann. Ho, ho, ho! Schöne Möbel gibt's bei Rico Möbel. Wir wünschen all unseren Kunden eine besinnliche Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Überzeugen Sie sich einfach. Rico Möbel. Wir lieben Möbel. In Stolberg-Erzgebirge auf der Zwönitzer Straße 10a. Neu bei TV Westsachsen, Laufwerk Zwickau. Von Hand für den Fuß. Die Gesundheitshandwerker kümmern sich um ihre Fußgesundheit. Laufwerk aktuell, jetzt bei unserem Programm. Meine Immobilie vermiete ich nur mit fachkundiger Hilfe. Das gibt mir die nötige Sicherheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich vertraue seit Jahren auf die Sparkasse Zwickau. Immobilien sind unser Zuhause. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie den besten Mieter finden, holen Sie sich unsere Unterstützung. Wir haben professionelle Mittel, um Mietsuchende zu prüfen. Und Sie ersparen sich viel Zeit bei der Mietersuche. Nutzen Sie unsere jahrelange führende Position am Immobilienmarkt der Region. Sparkasse Zwickau. Was anderes kommt mir nicht ins Haus.
Entdecken Sie Rosaxan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosaxan. In Rosaxan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Morgen erwartet uns ein unfreundlicher Tag. Bei Tageshöchstwerten von 6 Grad bleibt der Westsachsenhimmel den ganzen Tag über bedeckt. Immer wieder setzt Regen ein. Ähnlich ungemütlich sieht es dann am Freitag aus. Trocken starten wir in den Tag, ab dem Nachmittag kommt es immer wieder zu Regenschauern. Das Quecksilber klettert bis auf 7 Grad. Der Start ins Wochenende gestaltet sich aus heutiger Sicht trocken. Am Samstag bewegen sich die Temperaturen um die 5 Grad. Der Sonntag macht dann seinem Namen alle Ehre, denn da lässt sich auch mal wieder die Sonne blicken. Die Temperaturen pegeln sich um die 6 Grad ein. Das war's von Tag aktuell für den Mittwoch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und wir sehen uns am morgigen Donnerstag wieder. Tschüss.